Wobei ich sagen muss, also die Holländer haben mich ja unheimlich dann gelobt, weil ich innerhalb von 4 Wochen habe ich so gut wie perfekt Holländisch gesprochen. Hat allerdings auch mit meinem Ehrgeiz zu tun, weil ich wollte immer wieder wissen, was die Zeitung über mich schreibt. Hallo, lieber Horst-Dieter Strich, Sie waren bei Mainz 05 Spieler und Trainer und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass Sie die Zeit für uns haben. Ja, gerne, aber dass man sich als Spieler noch erinnern kann. Ja, und die Frage muss ja natürlich gestellt werden. Sie haben bei Mainz 05 und beim ersten FC Kaiserslautern im Tor gestanden. Wie kriegt man das denn vereinbart? Naja, das war eigentlich ganz einfach, ne? Immer durch gute Leistung, gerade in den Spielen gegen Kaiserslautern. Ich glaube, da habe ich beide mal sehr, sehr gut gehalten. Einen richtigen Sonnentag gehabt. Und so kam dann die Verbindung zustande. Ne? Mainz 05 hat ja damals es nicht geschafft, sich für die neu gegründete erste Liga zu qualifizieren. Der FCK schon. Hätte denn der FCK auch eine Chance gehabt bei Ihnen, wenn Mainz auch in die erste Liga gegangen wäre? Ich glaube, nein. Das ist die richtige Antwort. Also das glaube ich jetzt nicht, weil... ich war in Mainz so gut aufgehoben, hatte einen super Trainer gehabt mit dem Heinz Baas, der mich sehr unterstützt und sehr gefördert hat. Das hat mit ihm so viel Spaß gemacht und in Kaiserslautern hätte ich niemanden gekannt. Und ich glaube, ich wäre in Mainz geblieben, ja. Ihr Vorgänger im Tor war tatsächlich der Otto Schädler, der in Mainz auch vielen noch ein Begriff ist. Wie ist denn da die Wachablöse gelaufen? Waren Sie direkt die Nummer 1, als Sie gekommen sind? Also da muss ich dem Otto Schädler ein Riesenkompliment machen. Das war so ein fairer Sportsmann. Ich war 20 Jahre alt, kam von Wormatia Worms, habe zwar da auch schon in der Oberliga gespielt, aber der Otto, der hat mich sofort akzeptiert. Und ich habe ein paar Mal gedacht, wenn es umgekehrt gewesen wäre, ich hätte das nicht so hinnehmen können. Und ich muss nochmal sagen, nochmal Riesenkompliment an den Otto Schädler. Ein super, super Typ. Heinz Baas hat man ja nachgesagt, dass er damals schon ein sehr moderner Trainer war. Wie haben Sie den denn wahrgenommen? Was hat den ausgemacht? Der war auf jeden Fall ein super Kumpel. Also der hat sich mit mir unterhalten. Ich weiß zum Beispiel, wie mein erstes Training in der Sandgrube. Ich war noch nie in der Sandgrube. Und da hat er die Bälle links und rechts geworfen und der Otto Schädler, der ist da rumgeflogen, hat die Bälle gefangen und gehalten. Und ich bin in der Sandstube rumgestolpert und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Baas, ich komme morgen eine Stunde früher. Ich möchte, dass Sie mit mir das trainieren. Und der Heinz Baas, der ist jedes Training, war ich dann eine Stunde früher, nicht unbedingt jedes Mal in die Sandgrube, aber er hat mit mir immer gearbeitet. Sie haben tatsächlich auch eine Station als Spieler im Ausland. Ne? Sie waren ein Jahr beim PSV Eindhoven. Wie war das denn so als junger Kerl plötzlich in einer ganz anderen Liga? Ja, das war wirklich ein anderes Erlebnis. Was das Training angegangen ist, das war ein Trainer, Bram Appel. Der hatte mal Union Berlin trainiert. Ah, okay. Konnte also gut Deutsch. Hat mir vieles in Deutsch erklärt, brauchte er später nicht mehr. Aber das Training war auch dort sehr profihaft. Die waren gegenüber der Bundesliga waren die schon einiges voraus, was Profitum angegangen ist. Auch von der Bezahlung. Das war alles ganz, ganz anders, als jetzt in Deutschland war. Und die hatten damals schon sogar einen Torwarttrainer. Und ich hatte ja in Holland ein bisschen Probleme gehabt mit den Bällen. Weil die Bälle, wenn die geschossen haben, die haben so geflattert, die waren so leicht. Und da bin ich nach Deutschland gefahren und habe 5 Spielbälle gekauft, wie es in Deutschland üblich war. Und das war dann auch für mich eine Erleichterung, eine wirkliche Erleichterung. Obwohl, da konntest du tagelang, stundenlang trainieren mit den leichten Bällen, die sind halt geflattert. Ne? Durften die denn dann auch in der Liga eingesetzt werden, leichte Bälle? Ja, okay. In den Heimspielen. Okay. In den Heimspielen wurde mit meinen Bällen gespielt. Sehr verrückt. Sie sind als Trainer nach Mainz zurückgekommen und sind aufgestiegen im vierten Jahr, in der vierten Saison mit der Mannschaft in die zweite Liga. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeit? Ich lag soweit ganz richtig. Und wir wurden ja auch dann, glaube ich, im ersten Spiel Vizemeister. Spielten um die deutsche Amateurmeisterschaft. Ja. Im zweiten Jahr. Fünfter. Ja, und glaube ich, im dritten Jahr auch nicht auch besser. Fünfter. Und dann im vierten Jahr, ich hatte, glaube ich, einen 4-Jahres-Vertrag. Und da lief es eigentlich anfangs auch nicht unbedingt, weil wir waren dann auch dann ungefähr Fünfter. Und dann ging es dann schon mal los, dann war es wohl finanziell sehr schlecht. Da haben die Spieler kein Geld mehr gekriegt.
und ich nicht. Und dann habe ich, dann weiß ich noch wie heute, dann kam ein Spieler zu mir, Trainer, planen Sie mal am Samstag ohne mich. Und da habe ich gesagt, nee. Also wir haben noch 10 Spiele. Ich habe Eintracht Trier gesehen. Die schwächen dermaßen. Wir werden Meister. Mhm. Ich habe auch wirklich dran geglaubt. Ich habe das nicht so gesagt. Es waren noch 10 Spiele. Und wir waren Fünfter. Und wir haben dann die letzten 10 Spiele, bis auf eins unentschieden, alles gewonnen. Und das letzte Spiel kam ja Trier nach Mainz. Mhm. Und da bin ich so grau geworden, wie ich heute bin. Ne? Ja gut, und dann in der Aufstiegsrunde haben wir ein Spiel verloren. Und das war darf ich heute noch sagen, mit Hilfe des Schiedsrichters haben wir das Spiel verloren, weil er uns hat den Weiß damals vom Platz gestellt. Die waren übrigens Nachbarn in Wiesbaden, haben die nebeneinander gewohnt. Stellt den vom Platz, weiß kein Mensch warum. Ne? Und da haben wir das Spiel verloren. Und dann haben wir aber alles gewonnen. Und es war schon eine super, super schöne Erinnerung. Herr Strich, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen über die alten Zeiten zu schnacken. Ja, Sie kriegen als Dankeschön die Wortpiratin Gummibärchentüte mit den Mainz 05 Gummibärchen in Erinnerung an die gute alte Zeit. Dankeschön. Oh, ganz lieben Dank.